Ja, hallo Leute, hier wieder euer Toruso mit Let's Read Skyrim. Wir machen da weiter mit dem nächsten Buch, Nefibel des schöneren Wohnens in Windhelm. Nun gut, willkommen in eurem neuen Heim. Diese Bibel des schöneren Wohnens bietet eine Reihe von Paketen, die ihr beim Vogt des Fürstentums erwerben könnt. Jedes Paket enthält Möbel und Ausstattungsstücke für einen speziellen Bereich eures Hauses und wird euch nach dem Kauf angeliefert und aufgestellt. Ihr müsst nur das nötige Gold bereitstellen und um den Rest kümmert sich der Vogt. Wenn ihr nach eurem Einkäufen das nächste Mal nach Hause kommt, werdet ihr eure neue Ausstattung und euer Mobiliar am Ort und Stelle vorfinden. Küche enthält eine Feuerstelle, einen kleinen Tisch und zwei Stühle sowie ein Regal zum Verstauen von Küchenutensilien. Wohnzimmer bietet an der Wand angebrachte Regale, einige Beistelltischchen und zwei Stühle in der Nähe der Feuerstelle. Alles zentral im Erdgeschoss. Esszimmer fügt einen langen Holztisch und eine Bank sowie mehrere Regale mit Besteck, Geschirr und Kochutensilien hinzu. Alchemielabor, dieses Paket fügt einen Alchemietisch, einen Lesetisch und einen Stuhl sowie einen großen Kleiderschrank im hinteren Bereich des Erdgeschosses hinzu. Darin enthalten sind außerdem eine Trennwand zwischen Labor und Esszimmer. Dachgeschoss. Dieses Paket enthält einige Stühle und Tische, mit denen das Dachgeschoss oben ausgestattet werden kann. Schlafzimmer fügt zwei Nachttische, eine Kommode und einen kleinen Tisch mit zwei Stühlen im Schlafzimmer hinzu. Das Paket umfasst außerdem eine Trennwand, um im Schlafbereich zusätzlich Privatsphäre zu gewährleisten. Nun gut, für alle Leute, die sich gern einrichten, ja, schöner Wohnen in Windhelm. Das war wieder euer Toso für Let's Read Skyrim. Wir hören uns wieder. Ciao.